Na, hast du auch schon wieder Lust auf Pokémon Smaragd? Ich auch. Und deswegen starten wir jetzt diesen Part. Och nee, schon wieder Doppelkampf. Aber warum sage ich auch nee, ist eigentlich gut. Ja. Für wen kann ich nicht mehr trainieren? Ich habe kein Belieber oder sowas. So früh hat man sowas noch nicht. Was habe ich denn sonst? Wundersack kann ich eigentlich mal... ihr wisst schon, Bilden geben. Sprudel. Superheiler. Ja, komm, viel zu blöd. Einfach so kämpfen. Ich weiß jetzt nicht, wo vorne ist. Ich habe deine Absichten vorhergesehen. Daher werde ich nicht verlieren. Ich bin vom Küstenradweg runtergefallen. Was? Und da ich diese Peinlichkeit vergessen will, muss ich jetzt gegen mich kämpfen, dass sie sich nicht verletzt hat. Wer bist du denn? Psycho, so. Sieht doch schon aus wie ein Psycho. Wie meine Tilo abgeht. Geil. Och scheiße, das hat bestimmt Schwebe, ne? Ach scheiße, jetzt kann er gar nicht kämpfen, der hat ja nichts. Minon. Du musst versuchen. Also ich hoffe mal, dass Magnetilo jetzt nicht wie heißt, ihr wisst schon was. Egal. Kraftreserve, das war Feuer, ne? Wenn das so rot ist, war das dann Feuer? Oh, der ist Moral passiert. Oh Mann. So, und jetzt trifft dieses blöde Magnetilo. Es sei denn, es hat Schwebe. Was auch blöd ist, ich meine, es ist so ein Schuss. Die kann auch nach oben schießen. Egal wo das mit dem Ziel ist, auch wenn es geht, würde ich super scheiße wieder los. Na gut, er hat wenigstens nicht Schwebe. Was kommt denn jetzt? Und ich will eigentlich mal langsam in die nächste Arena. Ich konnte noch nicht einmal meine eigene Niederlage vorhersehen. Ups, ich habe verloren, schon wieder abgestürzt. Ich habe echt Kraft, wie schon gesagt. Elixier, okay, das füllt alle AP, glaube ich, um 10 auf, oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall so ein Teil, was AP auffüllt. Schon, wir können ja rennen. Muss ja das so werden? Nanabären, gucke. Nanabären. Nicht Nana, sondern Nanab. Komm, sprich jetzt vor, das ist nicht blöd. Nein, ich bin nicht, ich bin hier hin und... Genau. Was haben wir hier? Küstenradweg, ach so. Hey, Chatelet von hinten heran. Hör auch mal, ich wollte dich ins Wasser schubsen und nicht dich anreden. Zeigt der schon wieder auf mich, das gibt's doch nicht. Immer auf Leute zeigen. Der hat 4 Pokémon. Tentacha und Krabbelor. Eine Vorhersage, wenn das jetzt stimmt, ja, nur dann habe ich recht gehabt. Ich wollte jetzt irgendwas von euch bekommen, aber ich habe mir gedacht, nee, so einer bin ich nicht. Ah, ich hätte jetzt auch Höhle wieder in den Kampf schicken können, die hätte mir Konfusion angreifen können. Und warum sind die Trainer verdammt mal so schwach? Das kann doch gar nicht sein, dass sie so schwach sind. Das ist ja voll blöd. Zack. Valma. Oh, gut, den hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist zu riesig. Viel zu fett. Ich bin eine Kugel. Und der ist out. Ja, das Spiel ist jetzt... Knilz kann er nicht von mir, der hätte hier mit Megasauge. Ach, warte mal. Nein, ich möchte nicht wechseln. Ich werde gleich wechseln. Ich werde jetzt auf den Beutel gehen und wechseln lassen. Ich habe noch sicher noch einen Äther. Äther haben wir so mehrere von. Knilz, Megasauge, zack. Ich bin so blöd. Nein, nicht zickzack, oder die Verrückte. Der hat schon wieder ein Item und kann das kann ich übernehmen. Walzer! Oh oh, mega sauber. Stirb bitte nein! Walzer, also du, das wird immer doppelt stark. Also, wenn es erst nur eine 50, dann zieht es danach 10, 20, 40 oder 80 und so weiter. Gar nicht so einfach. So, da wechseln wir aus zu Curlia. Nee, nicht Teleport, was mache ich denn, Mensch? Konfusion, diese Attacke gehört weg. Ich brauche eine neue Attacke für Curlia. Das war schon. Ich habe verloren, verflixt. Darf ich sie jetzt ins Wasser schubsen? Nein? Leider nicht. Kannst du mir ein Fahrrad geben? Nee, ich darf nicht auch mal. Nee. Oh, Mann. Zack, so.
Ach, knitzt sich vorne. Ja gut, dann kann er ruhig mal weiterkämpfen. Zwei Straßen, eine oben, eine unten. Eine Straße für Menschen und eine für Pokémon. Und eine für Pokémon. Das ist nur recht, billig. Wie eine für Pokémon. Wäre das nicht ein Spaß, mit einem Fahrrad volle Pulle den Radweg lang zu düsen? Ich glaub schon. Aber ich kann auch laufen. Hi, hast du in letzter Zeit Fernsehen? Nö, ich guck kein Fernsehen mehr. Ich guck doch keinen scheiß Fernsehen. Da läuft nichts mehr Gutes, außer ProSieben. Da gibt es jetzt eine jede Menge coole neue Shows. Welche denn? Fernsehen ist so cool. Plötzlich habe ich meine Freunde im Fernsehen gesehen. Und manchmal da zeigen sie dich im Fernsehen und du weißt gar nicht, Ich möchte auch mal im Fernsehen sein. Du sollst immer wieder, den Fernseher einschalten. Ja, dann haben wir abgegeben, mein Fernseher. Wenn ich doch nur ein Rad hätte, dann könnte ich nach Grafenport City zum Einkaufen fahren. Da würde ich mir dann einen Hafenbrief im Pokémon-Supermarkt kaufen. Also ich kaufe dir jetzt keinen, ne? Das ist ja klar. Kann die so lang gehen, ne? Ja. X-Tempo. Das bringt X-Teile. Weißt du, es ist cool, dass es Pokémon-Kämpfe und all das Zeugs gibt. Aber wenn dein Pokémon verletzt wird, dann musst du es gesund pflegen. Ja, ja. Ich hab das verstanden, Mensch. Geh in das Haus! So. Oh! Die Leute nennen mich Zertrümmerer, aber ich finde den Namen unter meinem Niveau. Ich verdiene doch wohl etwas mehr Respekt. Man sollte mich Zertrümmerer Meister nennen. Oh, deine Pokémon sehen wirklich sehr stark aus. Das sehe ich gern. Hier, nimm die VM. Das war so ehrlich. Ja. Bitte, Zix, das muss das jetzt erlernen können. Ich muss das schon Blitz jemand anderem beibringen. Danke. Selbst wenn du mit dem Rad fährst, kann ich Pokémon anspringen. Fällt man da nicht vom Fahrrad? Die Straße dieses Ortes führt nach Norden, Süden, nach Westen und Osten. Daher reisen hier auch so viele verschiedene Leute durch. Was ist so, dass man hier lange in diese Richtung auch gehen kannst, ohne die Richtung zu wechseln zu müssen? Ich bin sogar in der Lage, die ganzen Wege entlang zu walzen. Ob eines deiner Pokémon das auch gerne tun würde, was meinst du? Ich kann den Walzer beibringen, wenn du magst. Die Attacke kann nur einmal erlernt werden, ist das in Ordnung? Wäre doch klasse, wenn das Pokémon so aussehen würde wie ich. Morabel. Willst du mir was sagen, dass Morabel so fett aussieht wie du? Morabel. Das war doch nicht so schüchtern, Walzen macht doch Spaß. Ja, ich will doch nicht Walzen, meine Pokémon wollen das auch nicht. Ja, für alle Spieler. Und spiel alle, yippie, schnell rein da. Ach komm, jetzt sind wir zum Glück in den Reizug hast. Okay, dann war es halt langsam, so. Oh yeah. Kannst du das genau bei 7 stoppen? Wenn es bei 7 stoppt, wäre ein Realtime gespielt. Erhältst du extra Münzen. Hier kann man leicht die Zeit vergessen. Ich soll wieder in die Arbeit gehen. Ich kann dir einige nützliche Tipps zum einarmigen Bandit geben. Je mehr Blitze du erhältst, anhältst, desto größer die Chance auf ein Realtime für in einer Glücksrunde. In einer Spiel mit 5 möglichen Glücksrunden ist möglich 4 reguläre Boni und dann einen Big Bonus zu gewinnen. Ach, das interessiert mich den Scheiß. Hydrophi. Ja, das ist ja Roulette. Nee, nicht Roulette, das ist. Nee, doch, ist ja auch egal. Das zeigt ja nochmal dem an. Ich will spielen! Oh, nee, hier nicht. Da ist was los. Prozenter? Ja, wo wir da. Schön da rein und heilen. Oder warte, meinte der mit jungen Damen nebenan, eine, die da drin steht. Oder warte mal. Krieg ich einen Moonscope, wenn ich ihr dieses blöde Ding gehe, was sie will. Hier kriege ich jetzt mein Fahrrad. Ich nenne das Überreder, während ich hier arbeite. Wenn du eine Anleitung brauchst, wie mein Rad fährt, dann da vorne findest du eine an die Hand. Ich brauche keine.
Was haben wir denn hier? Ein hühnisch-englisches Kind. Ich, du kannst es gerade lassen, wir sagen. Ich muss sie auspusten, ich mach halt weg. Und dann oh, verdammt, jetzt haben die auch fast zwei Räder angegreift. Halt einfach mal mit dem Ding. Dann mit dem Fahrrad haben. Was ist das denn? Ui, was ist das denn? Ach du meine Güte, nee, das will ich nicht. Und das? Ach so, warte mal, ist das... Ach, warte mal. Es gab dann diese eine Hülle, dieses eine Dingens, ne? Dann, ah, okay, ich glaube hiermit... Ja, doch, ich glaube, man kommt mit diesem Fahrrad über diesen einen Weg, den wir damals hatten. Ich glaube, nein. Da wollte ich gar nicht hin. Ja, Knilz, ja, mega sauber. Toll. Ja, doch, ich glaube, das wird sein. Und ich werde da jetzt. Nee, ich werde da jetzt nicht hingehen. Bin ich jetzt so verrückt? Bin ich jetzt wieder hin? Ich glaube, ich bin so verrückt. Ja, doch, ich mach das jetzt. Dann sehen wir uns gleich an dem, an der Höhle. Damit sind wir jetzt wieder in der Höhle und. Oh, warte mal. So. Ich muss eben das Fenster ein bisschen verschieben, es hat sich verschoben. Jetzt gehen wir mal zu diesem Ort, wo wir, den wir kennen, ja, die Top Level 8. Mal ich von hier so, und wo das ist. Ich kenne mich doch, ich komme auf die jetzt so. Keine Ahnung, bauen und Knilz, wir brauchen nochmal deine Hilfe, mit Blitz. Danke. Da haben wir es auch schon. Wenn ich da jetzt nicht reinkomme, dann, nee. Ja, nee, einmal mega sogar. Mir mal kurz ein echtes Set hier. Oh, sorry, Reserve nochmal besiegen. Hat zwar keine Schwäche, aber. Oh Gott, das ist doch viel zu wenig. Viel zu wenig. So, der ist überblick war ein paar dumm. Muss mit Zeit mit wenn man schnell hält, muss man da hoch. Okay. Aber was war das andere denn da? Die Fahrt wird jetzt auch wieder runter, das ist echt blöd, das zu benutzen. Weil man fährt damit einfach so komisch. Ich hab's gar. Muss ich darüber rennen oder fahren? Kann man mit dem man mit dem Fahrrad fahren muss. Tatsächlich. Zuwärts. Minon. Muss man auf die Zeit an. Das ist voll blöd. So. Schutz gefunden. Oh. Blödes Zobiris. Piss dich doch. Endes doch dich. Alter! No! Nee, ich kämpfe nicht gegen dich. Kannst du mich verbissen. Fahrrad aktivieren. Okay, langsam reicht's. Was mache ich denn falsch? Okay, machen wir es mal langsam. Hier kann ich auch vorspulen. Schafft! Endlich! Wenn ich gerne mal irgendwo runterfall, dann bring ich euch um. Wenigstens war dann sozusagen ein Checkpoint. Boah, ich jetzt nochmal gesprungen wäre. Okay, super. Nein! Oh, kannst du dich einfach verpissen? Ich hab dir nichts getan. Deswegen, ich weiß nicht mehr, wo ich da lang muss. Nein! Wieder Fels.
Ja, Zombie-Ries kann sich mal nach oben bestellen. Da reichen 2 Mega aber nicht. Aber wenn er paralysiert ist, wird das alles. Ich bin kein normaler Pokémon, Mensch. Jetzt greif ihn doch an. Meine Güte. So, jetzt kannst du ihn da nicht angreifen, Vollidiot. Vivian, du den Rest bitte. Tackle. Ja, stimmt, ich bin ein Vollidiot. Tackle kann ich ja gar nicht treffen. Oh, meine Güte. Geh bitte weg. Ich habe ja doch schon genug Stress. So, hallo. Oh. Wieder einfach mal genau stehen bleibt, wenn er auf dem Boden landet. Dass er sich da nicht alle Beine, alle Knochen bricht. Nicht, dass mich das jetzt irgendwie freuen würde, wenn er sich alles bricht, aber naja. Nein. Nein, das war jetzt nicht alles, bitte. So, alles nur für so eine doofe Scheiße. Für so eine super blöde Scheiße. Nein, das kann nicht euer Ernst gewesen sein. Das kann nicht euer Ernst sein. Nee, ich fliehe zuerst. Okay, dann sehen wir uns gleich in der Stadt. Geh schnell das Boot her. Ui, das war aber zu schnell. Okay, dann schauen wir wieder zurück. Wenn auch, wo wir vorhin waren. Ich wollte euch einfach nur noch mal zeigen, wie schnell das Boot da drin fährt. Der ist doch verrückt, der Kerl. So, heilen. Ja, das Vorsprung ist echt schon eine Erleichterung für mich. Sonst hätte ich, würde ich jetzt auch nicht überall hingehen und da wir jetzt ein Fahrrad haben. Fahrrad, Allrad. Das Kunstwerk gefällt mir mehr. So viel sei gesagt. Pokémon, Knit, vorne, okay. Was? Ich dachte, wir hätten jetzt gedacht, die will kämpfen. Oder ist es dann eher? Dies ist der Radweg. Wenn du mit einem Eilrad und von Meilen vor City nach Grafen vor City fährst, wirst du nach der Anzahl der Zusammenflüsse und deiner Zeit bewerten. Wer ist jetzt? So. Oh, pass auf, ich glaube, du hast keine Übung im Radfahren, damit du Radrennen. Warum kämpfst du jetzt gegen mich? Voll zu alt. Ist das dein Ernst? Igelsamen! Ja! Klade vorbei. Verarschen. Wieso ist das auf Level 6? Level 6! Kopfnuss. Hm. Würde ich ja gerne gegen Blitz machen, aber naja. Geht ja nicht mehr. Dein blöden Goldball ist eigentlich verpissen. Warum sind die so schwach? Und wo hast du die her? Magnetilo, ja gut, da wechsle jetzt einfach mal. Morabel. Ob ich das mal abgebe, wenn das kommt, dieses Magnetilo. Oh hey, du hast ein Rad von Radler. Oh. Achso. Oh, du hast mir. Oh, das ist mehr als offensichtlich. Es steht ja doch geschrieben. Ratter, 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 ratter. Uns wurde Werbung auf unserer Fahrt geschaut. Jetzt geht es schon wieder so ab. Damit eh zusammen wieder anfangen, weil gegen die können wir ja nichts anfangen. Muss mal ganz kurz einen Schnitt machen. Geht nicht anders. Oder nee, komm, ich mach den Kampf zu Ende, dann können wir auch den Part beenden eigentlich. Weil ich will diese ultra langen Parts nicht mehr machen. Das ist eigentlich ziemlich blöd, weil, ne? Ich guck da gar keiner. Das ist doch eh nicht. Ach, das kannst du doch nicht selbst mehr. Tust du doch nur selber. Ach komm, nicht zwei miteinander auch noch. Ja, kannst du am Ende greifst du mal an. Voll drüber super. Ich muss während eines Pokémon-Kampfes ruhig bleiben. Ja, warte, die Pedale drehen, mach ich mal. Ja, dann hin und her. Wieder bekämpfen. Wieder mit Magnetino. Wie gesagt.
Ich könnte es auch aussetzen, der schon 22 Euro, das war keiner mehr. Ich frage mich jetzt, wann der sich entwickelt, aber. Naja. Rabe kann natürlich seine letzte Stelle machen. Das letzte. Das nächste Mal, natürlich. Tito. Achso, nee, ich wollte eigentlich aussetzen. Egal, Rabe kann sowieso am besten nehmen, der drüben vorgehen. Weiß nicht, was das war, ich setze einfach viel mal wieder rein. Wollte mal. Guck mal, das heißt nicht qualifiziert, weil ich starte oder sowas cool. Okay, machen wir den nächsten Part weiter. Tschüss!